Mittlerweile haben wir 82 Folgen meiner FC24 Road to Glory auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Deshalb habe ich mir die Frage gestellt, wie sah eigentlich mein FIFA 23 RTG-Team ebenfalls nach 82 Folgen aus? Deswegen werden wir im heutigen Video mein FIFA 23 RTG-Team mit meinem FC24 RTG-Team vergleichen nach 82 Tagen. Und damit willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute mal ein kleiner Vergleich, was wir so nach 82 Folgen bzw. Tagen in der FC24 RTG erreicht haben und das Ganze im Vergleich mit meinem FIFA 23 Team. Ich bin heute sehr, sehr gespannt. Da wird bestimmt die ein oder andere Träne kullern, wenn wir gleich uns das FIFA 23 Team auch anschauen. Ich werde immer hin und her switchen, also ihr werdet immer den Top-Vergleich am Start haben. Und wie ihr sehen könnt, wir sind erstmal auf meinem FC24 Account angekommen. Nach 82 Tagen ist das die beste Bank, die ich so basteln kann. Das ändert sich bei mir auch gefühlt jede Woche. Also hier sind immer mal wieder andere Karten auf der Bank, aber ich würde sagen, gerade Lewandowski und Luka Modric sind zwei absolute RTG-Legenden. Genauso natürlich auch die gute Selma Baccia. 571 Spiele hat sie bestritten, eins mehr als Luka Modric. Al-Oweiran in Rot darf natürlich auch nicht fehlen. Und dann haben wir noch Nico Williams vor kurzem gezogen, genauso wie Kunda Nanji. Und der gute Jota mit Feister Skills, Feister Weakfoot ist so unsere beste Evolution, muss man sagen. Die Frage ist allerdings, wie sieht denn meine FIFA 23 Bank nach 82 Tagen aus, Freunde? Die sah in FIFA 23 genau so aus. Ich habe übrigens auch jede Karte aus FIFA 23 nach 82 Tagen noch hier auf dem Account, bis auf eine. Vielleicht bekomme ich sie noch im Laufe des Videos, ich gehe aber nicht davon aus. Und ja, das sind die Karten. Wir haben einmal Al-Chaber, nicht sonderlich viele Spiele für mich gemacht, aber der wurde wahrscheinlich danach auch relativ schnell von der Bank verbannt. Eto'o habe ich auch damals gezogen, war eine super nice Karte. Gareth Bale, End Offen Era. Irgendwie, ich habe gar nicht mal so viele Karten eingewechselt, wenn man sich das so anschaut. Diese Toni Kroos-Karte hat aber richtig lang für mich gespielt. Oh Mann, ich habe den absolut geliebt. Ohne Witz, der war extrem stark. Bamba, ja, geht so oft gezockt, aber dieser Diaby hat alles auseinandergenommen, wirklich. Also das war eine meiner absoluten Lieblingskarten und der hat einfach nur 40 Spiele für mich gemacht. Also so viele Spiele habe ich nicht für ihn gemacht, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich auf dem rechten Flügel eine andere Karte gezockt habe. Und ich glaube, den Tots Diaby, den habe ich auf jeden Fall länger gespielt, oder? Ja, 429 Spiele, Hilfe, okay. Ja, also den habe ich wirklich gesuchtet. Den Road to the Final haben wir nicht ganz so oft gezockt und ganz am Ende kam dann auch noch der 99er Diaby raus. Also Diaby war eine meiner absoluten Lieblingskarten aus FIFA 23. Boah, weiß ich gar nicht, welche Bank ich besser finde, ehrlich gesagt. FC 24 oder FIFA 23? Ah, ist schwierig. Ist wirklich schwierig. Ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen. Das entscheidet einfach ihr. Ich würde sagen, wir schauen uns wieder FC 24 an. Okay, Freunde, wir sind wieder zurück in FC 24 und damit starten wir jetzt mit dem Main Team. Jetzt wird's interessant. Die meisten kennen natürlich mein FC 24 Team, aber in letzter Zeit hat sich auch ein bisschen was verändert. Was sich aber schon lange nicht mehr verändert hat, ist mein Torhüter. 871 Spiele. Es ist eine absolute Hassliebe zwischen mir und dem Mann. Ein Tor hat er sogar schon geschossen. 5 Torvorlagen. Keine Ahnung, wie er das hinbekommen hat, aber es ist möglich mit dem Mann. Van der Sar, 88er Base Icon, damals aus Division Rival Rewards gezogen. Sehr, sehr früh zum Start von FC 24. Deswegen ist das, glaube ich, auch meine meistgespielte Karte in FC 24. Ich kann mich nicht mal mehr dran erinnern, wen hatte ich bitte vor Van der Sar im Tor? Ich weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht, aber der Mann ist ein sicherer Rückhalt. Die Frage ist, wer war bitte in meinem FIFA 23 Team am Start? Und da frage ich mich gerade, ob ihr noch wisst, wer in meinem FIFA 23 Team im Tor war. Schreibt mal alle Hashtag Ayran in die Kommentare, wenn ihr euch die komplette FIFA 23 RTG damals angeschaut habt. Wirklich, FIFA 23 RTG war mein absolutes Herzensprojekt, FC 24 RTG, genau das gleiche, ich lieb's einfach. Ja, ich denke, die meisten von euch werden es auch wissen. Es war nämlich auch Van der Sar. Es war tatsächlich auch Van der Sar, den ich ebenfalls gezogen habe, aber wie man hier sehen kann, ich habe den gar nicht mal so lange gespielt. Nur 87 Games hat er für mich gemacht. Den Team of the Year Van der Sar habe ich, glaube ich, nie gespielt, den haben wir ganz am Ende bekommen. Also, ich bin mir ehrlich gesagt relativ unsicher, wer dann wirklich danach im Kasten war, aber 87 Spiele, das war gar nicht mal so lang. Ja, Van der Sar hat in
in der FIFA 23 eine 91er Karte, weil ich seine Prime Icon gezogen habe. Und in FC 24 gibt es ja keine Base, Mid oder Prime Icons. Da gibt es immer nur ein Base Rating sozusagen. 91er Fandasa in FIFA 23 war wahrscheinlich besser als meiner in FC 24. Aber der in FC 24 hat dafür 10-mal mehr Spiele für mich bestritten. Aber ja, ich glaube, ich gebe dem FC 24 Fandasa den Punkt, muss ich sagen. Wieder zurück in FC 24 und damit kommen wir zur Abwehr von meinem FC 24 RTG-Team. Wir schauen uns erstmal den Rechtsverteidiger an. Auch die Karte kennt ihr alle. Das ist Cafu als SPC abgeschlossen. 148 Spiele hat er für mich bestritten. 10 Tore vorgelegt, bisher noch keins geschossen. Hat aber auch wirklich bodenlose Schussstats, muss man sagen. Allerdings hat er Forster Skills, ist ziemlich schnell unterwegs. Gutes Dribbling, Defensive ist wirklich richtig gut und die Füße passt auf jeden Fall auch. Ich bin rundum zufrieden mit der Cafu-Karte und kann mich eigentlich nicht großartig über ihn beschweren. 1,76, manchmal fühlt er sich ein bisschen zu klein an, muss ich sagen. Er könnte da so ein bisschen stämmiger sein, hat 83 Stärke, was ausreichend ist, könnte aber besser sein. Trotzdem eine super nice Rechtsverteidiger-Karte. Haben wir als SBC abgeschlossen und bisher bin ich auf jeden Fall top zufrieden mit dem Mann. Aber wer war der Rechtsverteidiger in FIFA 23 und war er besser als Cafu, ist hier die Frage. Ich würde sagen, nein, er war nicht besser als Cafu und das ist die einzige Karte, die ich nicht hier in meinem Team habe. Deswegen habe ich auch vor ein paar Tagen eine Insta-Story rausgeballert. Ob den denn jemand hat? Es geht um Trent Alexander-Arnold Centurions, aber keiner hatte den. Jeder hat den Untrade im Verein, aber keiner hat den Tradable, deswegen habe ich den einfach nicht mehr bekommen. Bisschen schade, aber ich zeige ihn euch gerne. Hier ist er. Die Centurion-Karte von Trent Alexander-Arnold habe ich damals gespielt und die Stats sehen auf jeden Fall auch sehr, sehr gut aus. Ich würde aber sagen, dass Cafu mit einem 91er Rating in FC 24 da auf jeden Fall die Nase vorn hat. Der Trent Centurion hat auch nicht super viele Spiele für mich gemacht, soweit ich weiß. Er war eine absolut solide Karte, mehr aber definitiv auch nicht, aber er war gut spielbar, das auf jeden Fall. Wie sieht's mit der Innenverteidigung in FC 24 aus? Weiter geht's, FC 24, wer ist unser erster Innenverteidiger? Ihr kennt ihn alle, viele von euch haben ihn auch abgeschlossen, es geht natürlich um Paolo Maldini, bei uns in Rot gefärbt. Immerhin 211 Spiele hat er bereits für uns bestritten, hat 2 Tore erzielt und eine Torvorlage vorbereitet. 2 Tore nach 211 Spielen, das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht mal so gut, weil ich habe sehr, sehr lange den guten Plonk in der Innenverteidigung gespielt und was der da immer reingeköpft hat, war crazy. Also Butcher und Plonk, das war wirklich die Kombi. 748 Spiele habe ich mit dem bestritten, also der kommt da fast an den Fandasa ran, muss man sagen. Habe ich auch wirklich sehr lange gespielt und ich vermisse ihn immer mal wieder, muss ich auch zugeben. Also Plonk war eine absolute Kante in meinem Team. Maldini ist defensiv, aber auf jeden Fall besser, würde ich sagen. Aber hat auch so seine Nachteile. Ich muss sagen, trotzdem 92er Rating ist er nicht der allerheftigste Innenverteidiger aller Zeiten. Aber er ist trotzdem sehr gut spielbar. Aber gegen wen tritt er jetzt in meinem FIFA 23 Team, frage ich mich. Er tritt an gegen Saliba. Ich habe hier 3 verschiedene Saliba. Es war zu dem Zeitpunkt nach 82 Folgen bzw. 82 Tagen, aber Saliba Foot Fantasy und ich habe den geliebt. Ich habe den richtig random aus, ich glaube, den Foot Champions Rewards gezogen und der hat für mich... Warte mal, das ist ein gekaufter Saliba. Ich habe den im Nachhinein noch gekauft. Das heißt, der OG Saliba ist nicht mehr am Start gewesen, leider hier auf dem Account. Aber ich habe ihn tradable. Immerhin. Junge, der 90er Saliba, Foot Fantasy, der hat über 1 Million Coins gekostet, als ich den gezogen habe. Und ich habe da so mitgefiebert, dass er noch Upgrades bekommt. Ich glaube, der hätte auf ein 92er Rating gehen können. Hat dann aber nicht alle Spiele gemacht, weil er verletzt war. Das war super, super bitter. Trotzdem sieht seine Karte unnormal nice aus. Und ich habe den extrem gerne gespielt. Und es mag jetzt crazy klingen, aber ich finde mein FIFA 23 Saliba vom Gefühl her besser als meinen FC 24 Maldini. Wirklich, die Karte war eine meiner absoluten Lieblingskarten und kurz darauf habe ich tatsächlich dann den roten Saliba gezogen. Ja, zum Trotz, da hat er für mich dann aber nicht mehr so viele Spiele gemacht. Also der Foot Fantasy war sehr, sehr lange bei mir im Team und ich muss sagen, ich fand ihn besser als Maldini in FC 24. Es klingt crazy, aber es ist so. So, zweiter Innenverteidiger in FC 24 kommt jetzt rein und wer ist dann nach 82 Tagen RTG am Start? Es sind natürlich nicht 82 Tage an sich, es sind 82 Folgen, aber ja,
ja, da wisst ihr auch Bescheid. Und ihr wisst auch wahrscheinlich, wer jetzt in die Innenverteidigung kommt. Es ist ein Mann aus der La Liga. Es ist ein Mann von Real Madrid. Es ist David Alaba, Evolution. Forster Skills, 5-Star, Weak Foot. Hat auch schon fast 300 Games für mich gemacht. 15 Tore und 36 Vorlagen. Liegt aber wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass ich bei der Evolution auch viele Tore und Vorlagen mit dem erzielen musste. Deswegen, ja, man kann die Stats nicht zu 100% ernst nehmen. Ich würde ihn unfassbar gerne im Mittelfeld spielen, aber ich glaube, der Zug ist mittlerweile abgefahren. Wir müssten da irgendwie was tauschen und ja, ich weiß auch nicht, ob ich einen Mittelfeldspieler in der Innenverteidigung haben möchte. Deswegen müssen wir einfach mal schauen. David Alaba an sich hat er extrem krasse Stats. Meiner Meinung nach sind das aber schon so ein bisschen Fake-Stats. Ich finde ihn sehr gut. Ich finde ihn wirklich sehr gut. Aber im Vergleich mit dem einen oder anderen Innenverteidiger weiß ich nicht, ob die Stats hier und da überhaupt stimmen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass andere Innenverteidiger mir deutlich besser gefallen würden. Das liegt wahrscheinlich auch an der Stärke. 82 Stärke. Maldini ist ja auch nicht der allerstärkste. 84. Plonk war da wirklich genau mein Spielertyp, muss ich sagen. Und David Alaba hat auch ein schweres Los gezogen, jetzt im Duell mit meinem FIFA 23 Innenverteidiger Nummer 2, also an dem wir da wahrscheinlich nicht dran vorbeikommen. Sage ich euch, wie es ist. Nee, Freunde. Niemals kommt Alaba Evolution an meinem, boah, wirklich, FIFA 23 Innenverteidiger vorbei. Ihr wisst doch alle, wer jetzt kommt. Ihr wisst doch alle, wer jetzt kommt. Es ist the one and only Sergio Ramos. Wow, wow, was eine Karte. 820 Spieler, also so viele wie kein anderer bisher in dem Team. Wirklich, ich habe den gesuchtet. Januar kam der rein in mein FIFA 23 Team und der war einfach unnormal stark. Die Stats auch crazy. 91 verteidigen, also Defensivbewusstsein, 91 faire Zweikämpfe, 87 Stärke. Selbst der Schuss ist okay. Also wirklich, jeder, der den in FIFA 23 spielt, weiß genau, wovon ich rede. Der war einfach unfassbar stark und hatte so eine richtige Aura um sich. Konnte dadurch alles wegtackeln. Ich habe ihn geliebt ohne Ende. Ist wahrscheinlich all-time einer meiner absoluten Lieblings-Innenverteidiger seit FIFA 12 Ultimate Team, muss ich sagen. Was eine Karte. Damit machen wir wieder weiter mit dem Linksverteidiger in FC 24. Schreibt mir auch gerne mal jetzt in die Kommentare. Seid ihr Hashtag Team FIFA 23 oder Hashtag Team FC 24? Was ist euer lieberes oder mehr gemochtes Spiel? Schreibt mir in die Kommentare. Ich muss zugeben, ich bin ganz klar FIFA 23. Liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an Nostalgiegründen, dies, das, aber FIFA 23 war einfach, es war einfach perfekt. Linksverteidiger, FC Bayern München, Alphonso Davies, erst vor kurzem noch abgeschlossen, bevor er abgelaufen ist und ich bin übel zufrieden mit dem Mann. Er hat aber noch 0 Vorlagen rausgehauen. 0 Tore, also da muss er auf jeden Fall noch dran arbeiten, der gute Alphonso Davies. Also da ist definitiv Luft nach oben. 99 Tempo, trotzdem stark, 5-Star Skills und der Flanken-Playstyle Plus. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass er auf jeden Fall noch Torvorlagen sammeln wird. Ich habe den bis jetzt auch noch nicht eingestellt als Flankengeber in meinem Team. Das wird auf jeden Fall noch besser. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und gegen wen tritt er an? In meinem FIFA 23 Team ist jetzt auch die Frage. Ja, ein bisschen random, gegen wen er hier antritt in FIFA 23, muss ich sagen. Ich glaube, der hat auch nicht so lange für mich gezockt. Junior Firpo. Na okay, never mind. 213 Spieler ist jetzt nicht so wenig, ne? Ist jetzt nicht so wenig. 5-Star Skills, 3 Sterne Weak Foot, Footballer Event. Ein Event, an das wir uns nur eher weniger gern zurückerinnern, würde ich sagen. Also was war das bitte für ein Event? Da kamen nur Premier League Karten raus. Und einer von den Karten, ja, Junior Firpo, konnte man sich über ein Objective erspielen. Hat damals aber perfekt in mein Team gepasst. Und ich fand ihn auch echt in Ordnung. Also relativ schnell, gute Verteidigungsstats, also solide und dazu noch 5-Star Skills. Also ich kann mich nicht über den beschweren, aber der Punkt geht mal ganz, ganz klar an meinen FC 24 Alphonso Davies, auch wenn ich den bisher nicht ganz so viel gespielt habe, aber der ist mit ganz großer Sicherheit besser als der FIFA 23 Junior 4-Pro und damit kommen wir zum Mittelfeld. Erstmal natürlich von FC 24. Wir kommen zu meinem Mittelfeld in FC 24 und ich starte erst mit dem defensiven Sechser in meinem Team. Ich spiele nämlich die gleiche Formation wie in FIFA 23.
ehrlich, bis jetzt zumindest. Das will ich demnächst mal ändern. Viele fragen mich auch immer wieder nach meinen Taktiken. Die kann ich euch gerne zeigen. Ich habe hier eigentlich die 4-2-2-2 und wie ihr sehen könnt, ich habe da eigentlich nie was geändert. Es ist ausgeglichen, Ballbesitz und dementsprechend sieht es jetzt nicht allzu wild aus. Dann habe ich hier noch eine offensive Taktik, damit ständiger Druck und so. Eigentlich müsste ich hier noch 71 Tiefe reinballern für den Extra-Druck. Ist nichts Wildes, aber ich würde sagen, wir kommen zu meinem defensiven Sechser in der 4-2-2-2 in-game. Und das ist natürlich Lodda Matthäus. Bis vor kurzem hat auch noch Kimmich Stamm gespielt, aber mittlerweile, beziehungsweise klar gesetzt, bis jetzt ist Lothar Matthäus, den wir vor ein paar Wochen aus einem Icon-Pick gezogen haben. 181 Spieler da mittlerweile für uns bestritten, dabei 22 Tore geschossen und 27 vorgelegt. Also wirklich solide Stats, aber der hat halt auch wirklich Allround-Stats ohne Ende, kann sehr gut schießen, 95 Schusskraft ist crazy, 94 Weitschüsse dazu, der Powerschuss plus, das auf jeden Fall nice und er kann halt auch verteidigen. 92 faire Zweikämpfe ist richtig gut, 76 Stärke ist der Grund, warum ich ihn nicht mit Alaba in der Innenverteidigung tauschen möchte, aber ich bin übel zufrieden mit dem. Als Sechser, defensiv ausgerichtet, wirklich eine 10 von 10. Ich kann mir kaum vorstellen, dass da mein FIFA 23 Team diesen Lothar Matthäus toppen kann. Also das ist ganz, ganz unwahrscheinlich, dass die Karte, ja, getoppt wird durch meine FIFA 23 Karte. Und zwar war das, ja, es war ein Hero. Weiß gar nicht, wie ich euch das jetzt hier zeigen soll. Da ist er. Park Ji-Sung. Wie viele Spieler hat er für mich gemacht? Auch den habe ich gekauft. Ich frage mich gerade wirklich, warum habe ich diese Spieler denn gekauft? Ich glaube tatsächlich für ein Video, was ich gemacht habe. Ganz am Ende von FIFA 23 habe ich nämlich nochmal alle Teams zusammengestellt, die ich jeden Monat am Start hatte. Und dafür habe ich die dann noch gekauft. Wichtig und richtig, dass ich den noch gekauft habe, sonst hätte ich den wahrscheinlich auch nicht am Start fürs heutige Video. Ja, Park Ji-Sung hatte ich damals, glaube ich, aus einem Hero-Pick, auf jeden Fall. Und wenn man den mit Matthäus vergleicht, dann kannst du auch direkt aufhören, weil Lothar Matthäus ist um Welten besser. Park Ji-Sung, Foot Fantasy, war trotzdem eine durchaus solide Karte. Er konnte aber weder richtig gut schießen, noch so richtig gut verteidigen. Also, ja, er war in Ordnung. Ich glaube, viele Spiele hat er für mich damals dann nicht mehr gemacht. Damit kommen wir wieder zu FC 24 und damit zu meinem offensiven Sechser in der 4-2-2-2. Und das ist ein Neuzugang, der noch gar nicht so lange bei mir hier im Team ist. Der Mann kommt aus den Starten aus der USA und das ist natürlich Yunus Musa Future Stars. Wir haben uns die 88er Karte aus dem Season Pass gegönnt und den dann direkt in die Evolution gepackt für 75.000 Münzen. Hat bisher nicht besonders viele Spiele für mich gemacht. Auch die 3 Tore und 5 Vorlagen brauchen wir nicht unbedingt beachten, weil ich die für seine Evolution machen musste. Aber die Karte sieht unfassbar gut aus. Forster Skills 3 Sterne Weakfoot hat den, was ist denn das überhaupt? Weiter Pass Playstyle Plus und den Schnittstellen Pass Plus. Den finde ich auch übrigens unfassbar gut, vor allem bei Nico Williams, den wir auf der Bank haben. Auf dem Flügel finde ich den nochmal deutlich besser. Dann hat er auch noch den entscheidenden Pass, auch ein ultra nicer Playstyle Plus. Also, ja, wirklich eine Wahnsinnskarte mit wirklich Rullet Gang Stats. Hat so ein paar Stats, die orange sind, aber die sind überhaupt nicht schlimm. Ich werde mit dem keine Freistöße schießen. Ich werde mit dem weder Elfmeter noch Volleys ausüben und ich werde mit dem auch mit Sicherheit nicht köpfen. Immerhin hat er 90 Sprung Kraft, also eine super nice Karte. Ich bin mehr als überzeugt von dem. Aber gegen wen tritt er an im FIFA 23 RTG-Team? Boah, da muss ich sagen, so sehr ich gerade Musa im FC 24-Team gelobt habe, boah, weiß ich nicht, wer da jetzt gewinnt. Und zwar ist es wieder ein Hero im Mittelfeld bei mir. Es ist Marquisio. Und den habe ich zu einem Zeitpunkt gezogen, da hat er auch weit über 1 Million Coins gekostet. 423 Spieler hat er für mich bestritten. Die Stats von Musa, die sind ganz klar besser. Gar keine Frage. Aber ich würde fast sagen, Claudio Marquisio unterm Strich ist er wahrscheinlich die bessere Karte. Auch einfach deswegen, weil er damals so unfassbar beliebt und unfassbar teuer war. Also ich habe den schon wirklich gerne gezockt. 21 Tore sprechen aber nicht wirklich für ihn als offensiven Sechser, muss ich sagen. Also ja, müssen wir mal schauen. Ich habe halt Musa bisher kaum gespielt. Deswegen es kann gut sein, dass der Musa den Marquisio im Ranking definitiv noch überholen wird. Und damit kommen wir jetzt wieder zu FC24.
24 und damit zu einem sehr interessanten Duell. Damit kommen wir im FC 24 zu meinem rechten Flügel in-game. Der spielt hier in der 4-3-3-4, aber als ZOM und es ist meine Lieblingskarte in FC 24. Und das ist ein großes Problem, weil er tritt an gegen meine Lieblingskarte aus FIFA 23. Also das wird ein spannendes Duell. Es geht natürlich um den Mann, den ich erst tradable gezogen habe und dann ein paar Monate oder Wochen später untradable, sodass ich meine Tradable-Version verkaufen konnte. Und das ist natürlich der gute KK. 183 Spiele. Es werden safe über 400 oder 500 sein, sollte ich noch die andere Version mit dazu zählen. 102 Tore, 102 Vorlagen. Er ist so gut, ich weiß auch nicht wieso. Er hat den Raserei Playstyle Plus. Seine Pässe sind crazy gut. Er hat aber auch 88 Passen. Tripling auch mega nice, 5-Star Skills. Schuss ist auch immer on point. Also wirklich eine Wahnsinnskarte. Ich finde den so unfassbar gut dieses Jahr. Wirklich crazy. KK, mein Lieblingsspieler im FC 24. Aber wer soll den in FIFA 23 jetzt toppen, fragt ihr euch. Das ist tatsächlich lustig. KK in FC 24. Ich spiele ihn auf dem rechten Flügel. Es ist mein Lieblingsspieler in FC 24. In FIFA 23, mein Lieblingsspieler, spielt ebenfalls in diesem Team und ebenfalls auf dem rechten Flügel. Und ihr wisst alle, wer jetzt kommt. Es ist der nächste Hero. Ich hatte wirklich einige Heroes in meinem FIFA 23 Team. Ach komm, Digga. Wir suchen den einfach mal so. Ihr wisst sowieso, wer jetzt reinkommt. Und zwar Al-Owairan. Junge, Junge, Junge. Hier seht ihr meine Al-Owairan-Sammlung. Hier ist er. First Owner Al-Owairan. Um den soll es gehen. World Cup Held. Ich habe damals die RTG auf dem Account Anfang Dezember gestartet. Und ich glaube, ich habe den nach nicht mal 3 Wochen aus dem Hero-Pick gezogen. Und ich habe ihn unglaublich geliebt. Also ihr kennt alle die Story zwischen Al-Owairan, a.k.a. Iran und mir. Mein absoluter Lieblingsspieler in FIFA 23. 632 Spiele habe ich mit ihm gemacht. Also sehr, sehr viele. Und ja, das Coole war, wenig später, beziehungsweise ein paar Monate später, habe ich dann den Foot Fantasy Al-Owairan gezogen, der auch unnormal teuer war zu dem Zeitpunkt. Also das war ein Riesenglück. Und ganz am Ende kam natürlich auch noch der Putti Al-Owairan raus. Der einzige Al-Owairan, der nicht am Start ist, ist der Base Hero Al-Owairan. Sonst wäre meine Sammlung absolut perfekt. Aber ja, der, ja, World Cup Al-Owairan, das war die Karte schlechthin aus FIFA 23. Der beste aller Zeiten für mich, wirklich. Was eine Karte. Was heißt der beste aller Zeiten? Aber in FIFA 23 war er auf jeden Fall der beste. Mit Abstand. Vom rechten Flügel switchen wir damit zum linken Flügel in-game. Also, es ist jetzt ein bisschen verwirrend. Ich gehe jetzt hier auf den rechten Flügel, aber der spielt in-game linker Flügel, damit ihr da Bescheid wisst. Und das ist natürlich eine Team of the Year Karte. Schön wär's, es ist eine Team of the Year Icon Karte. Und das ist George Best Team of the Year Icon. Natürlich musste ich den direkt abschließen, als er rausgekommen ist. Denn in früheren FIFA-Teilen, FIFA 17, 18, 19, 20 und so weiter und so fort, da war das immer meine absolute Lieblings-Icon. Und bis heute spiele ich ihn unglaublich gerne. Ich glaube, der hat fast 2 Millionen Coins gekostet. 164 Spieler dafür uns beschritten. 73 Tore geschossen, 59 Vorlagen. Ja, sind solide Stats, würde ich sagen. KK kommt da definitiv nochmal besser weg. Aber es ist eine nice Karte. KK finde ich trotzdem besser. George Best hat aber eigentlich bessere Stats. Also eigentlich sollte er besser sein als KK. Aber er macht auf jeden Fall mega Spaß mit den 5-Star Skills. Ich kann mich nicht beschweren. Gegen wen tritt er in meinem FIFA 23 Team an? Boah, ein ganz hartes Duell. Sag ich euch, wie es ist. George Best, Team of the Year Icon ist natürlich ein absoluter Banger, gar keine Frage. Aber, also da hat er kein leichtes Los bekommen, denn es geht um Ronaldinho. Allerdings nicht hier um den End of an Air, nee, Coverstar-Icon Ronaldinho, sondern ja, um die Bit-Icon von Ronaldinho. Denn ja, wie gesagt, in FIFA 23 gab es ja noch Baby, Bit und Prime-Icon. Und ich habe die Bit-Icon von ihm auch relativ früh mal aus einem Icon-Pick gezogen. Und ich würde sagen, das Duell geht hier an FIFA 23. Ronaldinho ist deutlich ikonischer für mich zumindest als ein George Best. Einfach auch deswegen, weil Ronaldinho früher einer meiner absoluten Lieblingsspieler war und ich den auch noch verfolgt habe. George Best hatte ich leider nicht die Möglichkeit, den Mann zu verfolgen. Ronaldinho ist für mich ein unfassbarer Fußballer, einer meiner absoluten Lieblingsspieler all time. Und umso mehr habe ich mich damals über diese 91er mit Icon Ronaldinho Karte gefreut. 458 Spiele hat er für mich bestritten, 130 Tore, 151 Vorlagen. Ist jetzt nicht so krass. Ich finde, KK hat richtig gute Stats bei FC 24. 102 Tore, 102 Vorlagen nach 100 18
85 Spielen oder so. Der geht übel ab bei mir. Wirklich KK underrated. Wer sind die Stürmer aus FC24, ist jetzt die Frage. Damit haben wir in FC24 und auch in FIFA 23 nur noch zwei Positionen übrig. Und ich würde sagen, wir packen rein, schwierig, den linken Flügel. Den linken Flügel, ihr wisst, wer es ist. Der spielt in-game als Stürmer. Es ist Kylian Mbappé, 92er POTM in rot gefärbt. Mittlerweile für uns 508 Spiele bestritten, 546 Tore erzielt und 311 sogar aufgelegt. Also das ist wirklich eine heftige Torbeteiligung, wie ich finde. 5 Skills, 98 Tempo, 91 Schießen. Wahnsinnskarte. Wirklich eine Wahnsinnskarte. Hat uns fast 4 Millionen Coins Ende Oktober, November gekostet. Ich glaube November. Wirklich heftig, dass ich den so früh im FC 24 ja schon abschließen konnte, weil ich einfach unfassbar viel Futter hatte. Also wirklich eine mega nice Karte. Gegen wen tritt er an in FIFA 23? Ich glaube, wir wissen es eigentlich alle. Na klar wissen wir alle, wer jetzt kommt. Denn es ist quasi 1:1. Die gleiche Karte. Ihr seht, ich habe hier einige Versionen gesammelt übers Jahr von Mbappé. Hab die 99, hab einen Tots Mbappé ganz am Ende noch gezogen und natürlich, um ihn soll es gehen, POTM Mbappé, quasi mehr oder weniger die gleichen Stats wie in FC24. Allerdings habe ich mit der POTM-Karte, die ich im Januar abgeschlossen habe, 1051 Spiele bestritten, 795 Tore, 624 Vorlagen, also das war auch eine meiner absoluten Lieblingskarten und ich glaube, ich fand den POTM von Mbappé in FIFA 23 nochmal nicer, weil es damals einfach sowas Besonderes für mich war, ein Mbappé POTM zu haben und in FC24 hat sich das Ganze halt einfach nur für mich wiederholt, sozusagen. Wirklich, der war crazy gut, konnte man auch als Links- und rechter Flügel spielen, dadurch vielseitig einsetzbar und dadurch konnte man auch echt nice Teams basteln. Also das war wirklich sehr, 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 sehr cool und ich habe ihn unfassbar gerne gespielt. Damals gab es natürlich noch keine Playstyles, sonst würde der FC24 natürlich ganz klar gewinnen, was Playstyles angeht. Aber ja, FIFA 23 gab es ja nicht. Und damit kommen wir zur letzten Karte im FC24 Team und das ist the one and only Eusebio. Ich habe ihn gezogen. Ich wollte seine SBC machen. Tatsächlich seine SBC machen, die Centurions SBC. Dann habe ich ihn aus einem Eichenpick gezogen und der Rest ist Geschichte. 322 Spiele, 285 Tore, 222 Vorlagen. Nicht ganz so gut wie Mbappé natürlich. Trotzdem ein extrem starker Spieler. Forster Skills, 5-Star Weakfoot macht immer noch unglaublich viel Spaß und ist wirklich ein sicherer Torgarant, muss ich sagen. Und ja, die Frage ist, wer ist bei FIFA 23 im Sturm? Das ist auf jeden Fall zumindest bis jetzt mein mein FC 24 Team nach 82 Tagen bzw. Folgen. Ich nehme dieses Video aber vor der 82. Folge auf. Also falls ich in der 82. Folge noch irgendwas Krasses für die Startelf gezogen habe, wundert euch nicht. Wir schauen uns aber erstmal den FIFA 23 Stürmer an. Und ja, also die OGs von euch werden auch meinen zweiten Stürmer natürlich noch kennen. Das ist lustigerweise genau wie Mbappé auch Eusebio hier im FIFA 23 Team. Ich habe ihn einfach auch in FIFA 23 gezogen damals aus einem Icon-Pick. 262 Spiele, 181 Tore, 117 Vorlagen, 93er Karte. Mein Eusebio aus FC24 hat eine 92 Centurion, aber hat dafür ein dynamisches Bild. Deswegen würde ich den Punkt tatsächlich an den FC24 Eusebio geben. Aber das ist schon sehr, sehr wild, dass wir im FC24 Van der Sar, Euse und Mbappé haben, so wie in FIFA 23 auch. Also die Teams ähneln sich ja ein bisschen. 3 Karten von 11 ist jetzt auch nicht die Welt, aber ja, das ist mein persönliches FIFA 23 Team und ich habe es auf jeden Fall geliebt. Mit dem Ligue 1 Manager müsste das Team auch noch auf voller Chemie sein, zusammen mit einem Engländer, also ein englischer Trainer mit Ligue 1. Ich sehe hier, ja, da ist er doch. Das war er wahrscheinlich. 33 Chemie. So viel dazu. Mein FC24 Team im Vergleich zu meinem FIFA 23 Team. Beide Teams nach 82 Tagen bzw. eher 82 Folgen. Hat auf jeden Fall Bock gemacht, hier mal wieder in FIFA 23 reinzuschauen, auch wenn es natürlich gar nicht so lange her ist. Aber ich liebe es einfach, meine alten Teams anzuschauen und ich hoffe, das Video hat euch da draußen auf jeden Fall auch gefallen. Ich bin gespannt, wie es in der FC24 RTG weitergehen wird. Ich hoffe, ihr seid weiterhin alle am Start und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, checkt hier noch ein aktuelles Video ab und dann sehen wir uns morgen wieder zu einem weiteren Video. Macht's dann gut, haut rein und ciao.